Willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Heute werden wir Truhen öffnen, und zwar 7 Stück. Ihr seid live dabei. Truhen öffnen. Ich habe also in den letzten Stunden oder eher Tagen Truhen gesammelt. Und jetzt werden wir diese öffnen. Bevor wir anfangen, nochmal eine kurze Erklärung der Truhen. Alle Truhen enthalten Gold und mehr oder weniger Karten. Es können neue Karten sein oder auch Karten, die ihr schon habt. Links oben sind die Gratis-Truhen. Die gibt es alle 4 Stunden. Ihr könnt maximal 2 davon sammeln. Diese können neben Gold und Karten auch Edelsteine enthalten. Müssen aber nicht. Rechts oben die Kronentruhen. Die gibt's nur alle 24 Stunden. Zum Öffnen müsst ihr dann noch 10 Kronen sammeln. Das heißt, ihr müsst 10 Türme zerstören. Diese Kronentruhen enthalten immer Edelsteine, allerdings nicht viele. Die normalen Truhen seht ihr unten. Die erhaltet ihr bei siegreichen Spielen. Welche Truhe man enthält, ist komplett zufällig. Wichtig ist, diese Truhen enthalten niemals Edelsteine. Und wenn ihr sie erhalten habt nach einem Sieg, dann müssten die erst noch geöffnet werden. Geöffnet ist hier ein ungünstiges Wort, aufschließen wäre vielleicht besser geeignet. Das dauert einige Stunden. Was dann drin ist, rein zufällig. Was in den Truhen ist, ist aber auf jeden Fall vom Arena-Level abhängig. Das heißt, höhere Arenen bringen euch bessere oder mehr Karten und die gibt's dann halt nur in den Truhen aus den entsprechenden Arenen. Um die Truhen mal kurz durchzugehen. Silbertruhen sind die am häufigsten. Ihr seht eine bei mir unten links. Da gibt's Gold und 6 Karten. Das sind meistens normale Karten. Das Aufschließen der Truhe dauert 3 Stunden. Goldtruhen seht ihr 2 rechts. Die haben mehr Karten, mindestens eine seltene Karte. Das Aufschließen dauert aber auch 8 Stunden. Dann gibt's noch ein paar besondere Truhen. Da gibt's eine Riesentruhe, die seht ihr hier nicht, die habe ich gerade nicht dabei. Die enthält 160 Karten, eine ganze Menge, und mindestens 16 seltene Karten. Das Öffnen der Truhe, das Aufschließen dauert dann aber auch 12 Stunden. Es gibt eine Magietruhe. Die seht ihr unten bei mir. Davon habe ich eine gefunden oder bekommen. Die enthält nur 60 Karten, aber mindestens 12 seltene und, was ganz Besonderes, 2 epische Karten. Mindestens 2 epische Karten sind da drin. Das Öffnen dauert auch, beziehungsweise das Aufschließen dauert auch 12 Stunden. Das Aufschließen habe ich aber schon gemacht. Das heißt, wir können die gleich öffnen und gucken, was drin ist. Der Vollständigkeit halber gibt's auch noch die Super-Magietruhe. Die enthält 360 Karten und davon mindestens 72 seltene und 12 epische Karten. Das Aufschließen dieser Truhe dauert dann aber auch einen ganzen Tag, 24 Stunden, und so eine habe ich noch nie gefunden. Jetzt geht's aber los und wir öffnen die Truhen und wir schauen einfach mal, was drin ist. Kleiner Hinweis noch vorneweg. Macht es nicht so wie ich hier an der Stelle für das Video und sammelt die Truhen, bis ihr ganz viele habt, sondern öffnet die möglichst immer gleich, wenn ihr es könnt. Schaut immer nach, was für Karten ihr habt und was ihr für Gold kriegt. So, los geht's mit der Gratistruhe oder den Gratistruhen. Erste Truhe, wir kriegen 46 Gold. Wir kriegen 5 Speerkobolde. Und einmal die Koboldhütte. Das war die erste Truhe. Zweite Gratistruhe. Wir kriegen 44 Gold. Ihr seht, der Betrag ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir kriegen 5 Tesla, eine Valkyre. War bis jetzt für mich noch nichts dabei, außer das Gold. Jetzt nehmen wir die Kronentruhe. Die sollte zumindest Edelsteine auch mitbringen. 179 Gold, das ist nett. 4 Juwelen, 4 Edelsteine, juhu. 1 Barbar. 8 Knall. 12 Lakaien. Und 2x Rakete.
Das Einzige, was ich davon nutze, ist der Baba. Nehmen wir mal die Silbertruhe. 44 Gold. Einmal Tesla. 5 Lakaien. Das war's. Dann gehen wir die Goldtruhen durch. 157 Gold. 3 Lakaien. 4 Barbaren. 11 Bomber. Und zweimal der Riese. Andere Goldtruhe. 180 Gold. Zweimal Knall. 6-mal Pfeile. 13-mal Bogenschützen. 2-mal Riesen. Und die Magietruhe. 442 Gold. 7 Bogenschützen. 8 Pfeile. 3 Bombenturm. 4-mal Riese. 31-mal Tesla. 5-mal Inferno-Turm. 2-mal PK. Und das war's. Wenn man sich jetzt mein Deck anguckt, dann sieht man, Bogenschützen gab's ein paar und Barbaren gab's ein paar. Der ganze Rest und alles Karten, die ich zwar habe, ich habe keine neue Karte bekommen, aber nichts, was ich aktuell nutze. Eigentlich muss ich sagen, das Öffnen der Truhen war für mich eher enttäuschend. Wenig dabei von dem, was ich gerade nutze. Ihr seht also, 7 Truhen, eine Menge Truhen, hat nicht viel gebracht. Und leider ist das aus meiner Erfahrung der Standard. Das heißt, oft bekommt ihr Sachen, die ihr eigentlich gar nicht braucht. Damit sind wir mit dem Öffnen der Truhen fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Sorero.